Eine Parallelgesellschaft und das kann ich Ihnen sogar noch mal ganz deutlich zeigen. Ich habe hier einen Strafbefehl vom Amtsgericht Forchheim. Diesen Strafbefehl hat erhalten Michael Helmbrecht, seines Zeichens Hochschullehrer aus Nürnberg. Was ist passiert? Michael Helmbrecht ist Sprecher des Bürgerforums Gräfenberg und die Gräfenberger wollten ein Bürgerfest feiern und die Neonazis, die NPD, wollten dann eine Demonstration, einen Umzug machen. Was machten die Gräfenberger? Sie machten eine Sitzblockade. Ja? Sie haben wohl einen Satz unseres Bundespräsidenten etwas zu wörtlich genommen, der gesagt hat, im Blick auf die Nazis, die Verpflichtung eines jeden Einzelnen von uns ist es, sich einzumischen und zu handeln, hat der Köhler gesagt. Die Gräfenberger haben sich eingemischt und gehandelt und jetzt soll der Herr Helmbrecht deswegen 900 Euro zahlen. Es ist die Frage, zahlt es jetzt der Köhler? Ich würde ihm die Rechnung schicken. Was war das Delikt? Versammlungssprengung. Versammlungssprengung ist strafbar, wobei die Versammlung wurde nicht gesprengt, sondern im Strafbefehl steht ja auch, die Kundgebung der NPD wurde wegen der Blockade mit einer Verspätung von 1,23 gestartet. Also die Nazis waren unpünktlich. Und bei Unpünktlichkeit, da kommt der mäßige Verstand des deutschen Juristen aber übermäßig in Wallung. Ja? Wobei ich jetzt dem Amtsrichter gar nicht mal einen Vorwurf machen kann. Er konnte vielleicht gar nicht anders. Ich möchte nur sagen, dieser Strafbefehl zeigt doch, unser Land ist schon längst in Händen von Menschen, denen völlig zu Recht keine Sau ein Zimmer vermieten möchte. Ja? Meine Damen und Herren, die letzten Gäste des Abends sind die dritte Generation. Ja, drei sehr sympathische junge Männer für jede Versammlungssprengung zu haben. Hier sind die Sportfreunde Stiller. Sehr schön. So, Peter. Rüde Flo. Ja. Und der Flo hat heute 35. Geburtstag. 25. Ja? Offiziell. 25. Jetzt habe ich mir gedacht, ich schenke dir den Dosenheber. Ja? Ja? Gerne an, vielen das Dank. Ist aber, sei vorsichtig damit, ja? Nicht in eurem Tourneebus bitte rauslassen oder auch doch. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr drei da seid. Ich bin ja ein wirklich extrem großer Fan von euch. Ich weiß, das hört ihr gar nicht gerne, weil ich bin ja nicht eure Zielgruppe. Aber lasst es euch vom alten Hasen sagen, es kommt die Zeit, da kann man sich seine Zuschauer nicht mehr aussuchen. Ja? seid noch froh um jeden, den ihr habt. So, wobei, das heißt, wir nehmen Sie sehr gerne als, ja, danke. Als unseren Fan an. Wir sagen auch du, wenn das oder? Image technisch echt schlecht ist für uns, vielleicht. Hör mal, ich sag du und du sagst sie zu mir. Waren wir echt per Du gleich? Ja, wo ist denn das Spray, was jünger macht? Das hat, das hat er mitgenommen. Hör mal. Ja. Sportfreunde Stiller, sehr zum Wohl. Ich möchte auch so gerne mitreden. So, ja. An euch hier draußen. Ja, zum Prost, Peter. Prost, Prost. Ja, meine Lieben, habt ihr euch in der Garderobe schon beim Kolle bedankt? Weil ihr erntet die Früchte, ihr könnt jetzt frei mit der Liebe und Zeug. Ja, also ich möchte halt mal so werden wie der. Das möchte ich gern schaffen. Habe ich heute bemerkt. Das geht schneller, als du denkst, mein lieber Freund. Dass ich so alt werde wie der, oder? Ja, das Alter kommt schnell. Aber er ist klasse drauf, gell? Ja, der ist super, fand ich den. Flo, wie bist du eigentlich aufgeklärt worden? Von wem? Ich hatte Geschwister und die hatten dann auch so Zeitungen rumliegen, die man dann entdeckt hat. Und was im für ersten Zeitung? Moment natürlich, hurra, was ist das? Das ist ja sehr interessant. Und so ist man hineingewachsen in die Situation. Was waren das für Zeitungen? Ja, so mit Praline, mit Adam der Woche und sowas. Sozusagen. Praline? Ah, habe ich auch mal gelesen, aber nur wegen dem Wissenschaftsteil. Ja? Flo, wie war das bei dir übrigens? Der Flo, hast du einen super Hut auf. Du, ja? Der Flo. Ja, also weil ich werde oft blöd angeredet wegen dem Hügel. Jetzt freut es mich, dass sich das langsam wieder durchsetzt. Vergleichbar schön, ja, wie deiner natürlich. Wie bist du aufgeklärt worden? Bei mir war es tatsächlich auch so in Magazinform. Ich habe so für so einen Abonnementvertrieb mit 13 schon Zeitung austragen dürfen. Ach. Also mein Bruder hat für mich unterschrieben, ich habe die Arbeit gemacht. Und da gab es eine ganz tolle Zeitung, die hieß, glaube ich, Wochenend damals. Und da gab es, die letzte Seite war so die
Sex, Riten und Gebräuche afrikanischer Negerstämme. Und da habe ich dann schon also sehr, sehr interessiert nachgelesen. Hast du Ethno-Sex jetzt oder was? Ja, damals war es dann natürlich, der Sex wurde dadurch nicht, kam nicht näher natürlich, weil natürlich eine ganze Kontinentalplatte zwischen uns lag. Aber trotzdem war es interessant, weil ich konnte endlich mal Busen sehen zum Beispiel. Aha, ja klar, mit 13 wird es auch Zeit, ne? Ja. Jetzt siehst du mehr, als du brauchst wahrscheinlich, ne? Läuft ja super bei euch, ja. Ich hab's gesehen, MTV, ja, den Abend mit Sportfreunde Stiller war super, ja. Und dann habe ich noch was anderes gesehen, da hast du sogar eine Bühne zerlegt, richtig zerschlagen, die Bühne, so wie man sich's bei Rockmusikern vorstellt. Mhm. Verwüstet ihr auch Hotelzimmer? Nee, leider nicht. Wir lassen halt höchstens mal den Wasserhahn laufen, zum Beispiel mal. Und dann? Dann schauen wir. Dann gehen wir einfach raus. Dann gehen wir raus. Aber ihr macht es dann aus Versehen oder mutwillig? Es ist absolut absichtlich. Ja? Ja. Ja, weil ihr seid so, ihr wirkt ja doch sehr solide und gar nicht so verrückt. Ja, passt mal auf, in 5 Minuten haben wir uns das ausgedacht. Ach, ihr rastet auf der Bühne aus? Sehr. Ja, das wünsche ich mir auch manchmal. Aber ich glaube, da braucht man Musik. Ja? Ja. Oder ich bräuchte Leute, die mich so ein wenig aufhetzen. Ja? Aber du musst es mal in dich fahren lassen, so tief diesen Leibhaftigen in dich hineingleiten lassen, ja. So, wenn so Rockmusik richtig auf dich wirkt. Ja. Lass dich da mal so richtig gehen. Ja, genau, wir hören ihn ja. Wir saufen jetzt hier noch eine Runde. Ja, ich fürchte, das ist zwar Requisite, aber echt. Ja. Williams-Birne. Oh, das ist schmeckt fein. Mach super. Tu mal her. Mach die Bohne. Das hat die mir immer vorgehalten. Ja, warte, ich hole was raus. Ja. Jetzt. Wir überziehen heute mal ein wenig. Jetzt eine halbe Stunde. Jetzt macht das Ganze mal Spaß hier. Jetzt endlich Spaß. Schau mal, ihr habt ja diesen großen Erfolg gehabt mit dem WM-Lied. Wolltet ihr nicht singen, finde ich auch gut. Habt danach dieses Lied Anti-Nazi-Bund gehabt, wo das ja richtig so politisch ist. Ne? Also ihr engagiert euch auch gegen diese Nazis. Was, Peter, was macht ihr da genau? Das ist so eine Aktion? Genau, das war eine Aktion. Also wir haben das Lied geschrieben und haben im Zuge dessen eine Website auch aufgemacht und haben 2 Konzerte gespielt für Initiativen, die sich einfach engagieren gegen Nazis. Seid ihr dann von denen bedroht worden? Ja, es kamen schon so ein paar blöde Einträge, so verpisst euch. Aber interessanterweise kam auch aus eigentlich uns wohlgesonnenen Kreisen, kam dann so, jetzt springt ihr irgendwie auf so einen Zug auf, das ist doch blöder Kommerz und sowas. Das ist halt irgendwie ein bisschen seltsam gewesen. Das wäre kommerzopolitisch. Genau, irgendwie. Dass man sich da so ein neues Marktsegment suchen würde. Ach so. Das ist natürlich, ich finde es ja interessant natürlich, dass dadurch, dass es einem inzwischen offenbar angekreidet wird, wenn man sich irgendwie äußert, so jenseits der eigenen musikalischen Nische. Es war ja auch damals, was ich schon interessant fand, war, wir haben im Rahmen dieser Aktion, haben wir so ein paar Konzerte gespielt für zum Beispiel ein Jugendzentrum in Fienhofurt war das, oder? Mhm. Wo dann tatsächlich der Organisator dieser Aktion, weil halt so eine gewisse Problematik mit Rechtsradikalen dadurch bekannt geworden ist, in die Medien kam, dieser Organisator hat tatsächlich massive Schwierigkeiten bekommen, so vom Bürgermeister. Und so spürt man schon, dass halt so ein gewisser sozialer Druck zu herrschen scheint, solche Sachen unter den Teppich zu kehren. Also das Maul zu halten, genau. Ja, so wie in Gräfenberg letztlich. Ne? Da machen die Sitzblockade. Habt ihr schon mal eine Versammlung gesprengt? Ich meine jetzt nicht im wörtlichen Sinne, obwohl ich das da auch Lust hätte. Habt ihr schon mal so richtig, seid ihr schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen? Ich möchte nicht drüber sprechen. Aha. Aber es war schon mal was. Ihr seid nicht nur anständig. Nee, ich war okay immer. Du warst immer okay. Also ein anderer hier im auf der Bühne, jemand, der vielleicht einen Hut auf hat oder so. Ich weiß, hast du mal verfehlt? In deinem Leben? Ich hab schon Verfehlungen getätigt. Also eine war auch in dem Alter von 13 Jahren, das war wahrscheinlich noch durch diese Hormonschübe, die diese Zeitschrift in mich